Hallo und herzlich willkommen zurück zu Martha is Dead. In der letzten Folge sind wir wieder von diesen Dingen hier gequält worden. Und Hallöchen! Und wie gesagt, das Update scheint hier so einiges kaputt gemacht zu haben. Denn irgendwie funktioniert gerade so gar nichts mehr vernünftig. Immer wieder bleiben wir hängen. Aber wir dürfen jetzt endlich, endlich, endlich mit demjenigen sprechen, den wir jetzt schon ein paar Mal versucht haben anzurufen. Und zwar soll das der Priester sein. Habe ich in der letzten Folge mitbekommen. Wo sind wir denn? 6938, genau, das war's. Müsste ich jetzt eigentlich schon auswendig wissen. 6938. Hier spricht Don Attilio. Wer ist da? Vater, hilf mir. Sie sind alle tot. Mama, Papa, alle. Julia, komm sofort zu mir. Bleib nicht allein. Es ist zu gefährlich. Komm in die Stadt. Du kannst hier bei mir bleiben und wir können über alles reden. In Ordnung? Ist gut, Vater. Aber zuerst möchte ich noch eine Weile mit meinen Puppen spielen. Julia, sei nicht albern. Komm sofort zur Kirche. Der Narr haben wir freigeschaltet. Ja, sie ist wirklich ein Narr. Immer diese ewige dämliche Puppenspielerei-Geschichte. Ich möchte doch nur endlich mal. Nee, ich glaube, entwickeln müssen wir nichts mehr, ne? Wir müssen aber immer noch das Foto in der Nähe des Baches hinlegen. Was wir hoffentlich können, wenn wir denn wirklich zur Stadt gehen sollen. Oh, ihr wollt mich verarschen. Nimm das Fahrrad. Ich will dieses Kackfahrrad nicht nochmal benutzen. Das Puppentheater ist das Einzige, was mir geblieben ist. Aber wir müssen da nicht mehr mitspielen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt endlich mal los können. Ich möchte jetzt endlich mal das Foto hinten hinlegen können, weil das konnten wir jetzt die ganze Zeit nicht machen, weil wir einfach nicht dahin durften. Und dann nehme ich von mir aus dieses dämliche Fahrrad oder dieses tolle Fahrrad mit der selten dämlichen Steuerung, besser gesagt. Oh, lass mich bitte jetzt da durchgehen. Ich kann nicht zu Fuß nach San Casciano Oh, gehen. leck Das ist mich zu weit weg. einfach. Ich will auch nicht dahin. Ich will dieses scheiß Foto endlich dahin reinlegen können. Das kann doch nicht sein, dass dieses Spiel jedes Mal das blockiert, was man zum Fortschritt braucht. Ich verstehe es nicht. Oh, ey. Die Kirche ist übrigens auch mittlerweile bombardiert, sehe ich gerade. Okay. Die wird jetzt garantiert von selber dahin fahren, oder? Halt, halt. Direkt links von mir. Ach so, sie ist gerade schon abgestiegen. Sehr schön. Lass mich bitte dahin gehen. Lass mich bitte dahin gehen. Lass mich bitte dahin gehen. Ich sehe überhaupt nichts. Aber ist nicht schlimm. Ich sehe Laut lieber Oma war nichts. das eine alte Windmühle. Sie ist schon ewig verlassen. Sie hat mir früher immer eine Gänsehaut bereitet. Okay. Also gut. Das Foto ist jetzt da, wo Sie es haben wollten. Endlich! Jetzt lass uns noch mal kurz das Kreuz hier angucken. Da ist sogar noch was zu lesen drauf. Hallöchen. Das hatte ich jetzt nicht gesehen von weiter weg. Toskana. In ganz Italien kämpfen die Menschen gegen die deutschen Invasoren. Mehr als ein Drittel Italiens wurde bereits von diesem verhassten Eindringling befreit. Wir wissen, dass ihr viel tut, um zu verhindern, dass die Deutschen ihre Macht über euch stärken. Der Tag eurer Befreiung rückt näher. Eure Freiheit ist euch sicher. Eure Region ist in diesem Befreiungskrieg von größter Bedeutung.
behindert die Deutschen, indem ihr euch weigert, mit ihnen in irgendeiner Weise zu kooperieren. Die Transportmittel sind essentiell für die deutschen Truppen und ihre Versorgungsgüter. Eure Region ist das Zentrum des Verkehrsnetzes südlich der Apenninen. Das Dreieck La Spezia, Florenz, Livorno ist von großer Bedeutung für die Deutschen und ihre Hoffnung, das Joch über Italien aufrechtzuerhalten. Toskana, verdoppelt eure Anstrengungen. Der Tag der Befreiung rückt immer näher. Vereinigt euch und gebt euer Bestes, um eure Befreiung zu beschleunigen. Okay. Übrigens eine wunderschöne Nacht heute. Können wir da jetzt auch noch rum? Nee, das ist da abgeschlossen, ne? Da kann man generell nicht rum. Nee, okay. Gut, müssen wir auch nicht. Wir müssen jetzt nur irgendwie mit diesem blöden Fahrrad zurechtkommen. Also wer sich die Steuerung von dem Fahrrad ausgedacht hat, ich weiß es nicht. Aber ich bin froh, dass wir endlich das mal abschließen konnten. Moment. Ich muss ein Foto von der Karte... Oh nein, benutze den Telegrafen. Nein. Oh, ich sag doch jetzt bestimmt wieder, ich soll nicht wieder zurückkehren. Oh, bitte lass mich da durch. Bitte lass mich da durch, bitte lass mich da durch, bitte lass mich da durch. Ich muss das unbedingt noch erledigen, bevor ich da jetzt irgendwo zur Stadt oder so kann. Rechts kam er dann nicht rum. Wir kamen höchstens links rum. Darf ich vielleicht auch ein bisschen, gut, viel macht das jetzt nicht wirklich aus. Vielleicht sehen wir ja doch noch den Weg dadurch, wo wir hier entlang müssen. Der ist hier, oder? Ich glaube, ja. Ja. Sieht so aus. Okay. So, benutzt den Telegrafen. Was sollen wir denn mit den Telegrafen überhaupt machen? Das Foto schicken? Wie soll man ein Foto über einen Telegrafen schicken? Das ist jetzt eine gute Frage. Aber gut, wir sind jetzt mal hier. Ach, der hat sogar Licht. Wunderbar. Ich habe das Foto an der gewünschten Stelle platziert. Also muss ich nur noch die richtigen Worte finden, um das zu kommunizieren. Oh, und natürlich muss ich mir das Codewort merken. Hä? Oh Gott. Also erstmal muss ich anfangen mit, wo hatte ich mir das aufgeschrieben? Die Stadt brennt. Gut, die brennt jetzt tatsächlich. Das kommt jetzt ziemlich gut drüber. Moment. Stadt. Stadtlicht wollte ich gerade machen. Stadt brennt. Foto. Im Haus. Ja, was ist denn das? Wälder? Nahe Straße? Keine Ahnung. Ende. Nein, nein. Das kommt mir nicht eindeutig genug vor. Ich muss die richtigen Worte finden. Das Foto der Karte ist in Position. Ja, das ist toll. Was kann ich da... Moment, wie kann ich denn hier rausgehen? Ja, ich möchte rausgehen. Ich möchte mal eben kurz was nachgucken im Inventar. Beziehungsweise in der Liste. Benutze den Telegrafen. In der Nähe des Baches. Ach so. In der Nähe des... Bleibst du mal hier? Lass das Foto in der Nähe des Baches. Ja, vielleicht kriegen wir das so hin. In der Nähe des Baches. Wobei, Bach haben die da, glaube ich, nicht drin, ne? Fluss vielleicht? Keine Ahnung.
Ich habe das Foto an der gewünschten Stelle ja, platziert. Ja, ja, ja. Also muss ich nur noch die richtigen Worte finden, um das zu kommunizieren. Ja, nur noch ist gut. Oh, und natürlich muss ich mir das Codewort merken. Hat er es jetzt angenommen? Natürlich nicht. Also, Stadt brennt. Stadt brennt. Foto. Ja, Versteck. Oder... Foto positioniert. Im Haus. Nahe, aber einen Bach haben wir hier nicht drin, oder? Nahe Fluss müsste das dann ja sein. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Hm? Deswegen habe ich... Wieso hat ihr zweimal statt? Oh, ist das jetzt euer Ernst? Oh. Also nochmal von vorne. Ich hoffe, ich kriege das noch hin. Stadt brennt. Foto. Positioniert. In... Was hatte ich gesagt? In Haus. In der Nähe... Vom Fluss. Ende. Nein, nein. Das kommt mir nicht eindeutig genug vor. Ich muss die richtigen Worte finden. Was ist denn da nicht eindeutig dran? Stadt brennt. Foto positioniert. Vielleicht im Versteck. Ach so, neben. Neben. Neben Fluss? Nein, nein. Das kommt mir nicht eindeutig genug vor. Ich muss die richtigen Worte finden. Okay, ich werde jetzt noch einige Versuche, denke ich mir, mal brauchen, da das nicht so lange jetzt... Also ich will jetzt euch nicht hier 40, 50 Versuche aufgerufen hast, präsentieren. Ich werde dann die nächsten Versuche rausschneiden bis zu dem Versuch, wo ich es dann wirklich schaffe. Was haben wir noch für Wörter drin? Also, Stadt brennt ist auf jeden Fall der Anfang. Stadt brennt. Dann Foto ist ja wichtig. Moment, Karte ist ja auch noch drin. Foto von der Karte habe ich positioniert. Im Haus. Wenn das nicht geht, dann muss ich versteckt demnächst versuchen. Fluss. Oder Nebenfluss könnte ich noch probieren. Ende. Oh, endlich. Oh, mein Gott. Okay, jetzt muss ich das noch... Ja, ja, okay. Das ist aber nicht so schlimm, wie das Richtige rauszufinden. Mein Gott, hat das jetzt gedauert. Okay. Eieiei. Da muss man sich echt drauf konzentrieren. So, gleich sind wir fertig. Drei kurze. Das Problem sind halt die Pausen zwischen den einzelnen Wörtern. Weil das hatten wir ja vorhin schon mal, beziehungsweise ein paar Folgen davor. Als ich da eine Pause gemacht habe, aber offenbar nicht lange genug. Sieht für mich schon fast aus wie Smileys, je länger man da drauf guckt.
Okay. Boah. Jetzt sag mir... Oh, ich wusste, es kommt noch eine Antwort. Och nee. Jetzt aber bitte nicht wieder so ein Riesendialog hier. Ah, okay, er ist nicht ganz so groß. Also, Strichpunkt, 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 Strichpunkt. Das ist ein C. Punkt, Strich. C-A. C-A-R. C-A-R-M. Haben wir. Okay, Panzer. Dann... Punkt, Strich, Punkt, Punkt. Punkt, Strich, Punkt, Punkt. Das ist ein L. LC. Punkt, Strich, Punkt, Punkt. LC. LCL. L. LCL. Panzer. Standort. Strich, Punkt, Strich. Strich, Punkt, Strich. Das ist ein K. Wo ist denn Ihr K? Ende. Sie haben die Position des Panzers ermittelt. Ich sollte mit Erhalten bestätigen, dass ich Ihre Nachricht verstanden habe. Sicher? Aber ich lasse mich nicht verarschen. Stadt brennt, muss immer davor. Das weiß ich. Also mindestens zwei Wörter, ich wollte gerade sagen. Erhalten. Erhalten. Ende. Ich muss das ja auch noch senden. Aber wenigstens ist es diesmal nicht so lang. Okay. Wenn das jetzt wirklich ein echter Telegraph wäre, wäre es sicher noch ganz lustig. Aber... Naja. Okay, kommt noch was? Nein! Warum? Ja, mach doch noch einen größeren Roman. Wir haben ja so viel Zeit. Ah, okay. Also, Strich ist ein T. Punkt, Strich, T, R. 1, 2, 3. T, R, V. T, R, V, finden, okay. T, R, V, also finden. Punkt, Strich, A. A-R, A-R-M, finden Waffen, wir sollen Waffen finden, Strich, Punkt, Punkt, D, D-P, D-P-S, D-P-S-T, 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 finden Waffenversteck, V. VC. VCN. Finden Waffenversteck nahe. B. BS. BSC. Nahe Wälder. Und dann wahrscheinlich Ende, ne? Das wäre dann K. Strich, Punkt, Strich, ja. Im Wald ist ein Waffenversteck? In meinem Wald? In Ordnung. Ich werde es suchen. Ich sollte erneut mit Erhalten antworten. Oh, das muss ich doch wieder alles eintippen, Leute. Stadt brennt. Da. Erhalten, Ende.
Ach ja, es hätte so schön sein können. Wir hätten mit der Story weitermachen können, aber nein, wir müssen die ganze Zeit hier an dem Telegrafen verbringen. Nein! Oh, warum? Und dann gibt's wieder einen ganzen Roman von denen. Da muss ich wieder darauf antworten. So langsam glaube ich, das ist irgendwie eine Verzögerungstaktik. Also, Punkt, Strich, Strich, Punkt. PZZ? Ach da. Ja, stimmt. Platz? Platz. Sitz, Platz, Heizung. B. N. BND. BND. Platz, Flagge. Also da ist eine Flagge am Platz. P. PL. Da ist eine Flagge da, wo ich hin muss, am Mast. L. LC. Licht. C. CL. CLO. Da. Licht geschlossen? Hä? C. CMM. Kommunikation? Hä? Achso, es sind zwei Wörter. Dann A. AR. Ende. Achso, ja, die dürfen ja das andere Ende verwenden. Also, nachdem ich dort gewesen bin, werde ich eine Flagge am Telefonmast in der Nähe des Hauses anbringen. Dann wissen sie, dass ich die Aufgabe erfüllt habe. Ein Kinderspiel. Ja, ein Kinderspiel. Wenn wir wüssten, wohin und so, ne? Ja, da ich davon ausgehe, dass das wahrscheinlich etwas länger dauern wird, werde ich hier erstmal einen kleinen Cut machen und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.